Hallo und grüß Gott nach Deutschland, Österreich und der Schweiz und alle Menschen auf der Welt, die deutschsprachig sind. Ich bin der Arthur von Casa Colombia. Kolumbien ist besonders für Rentner sehr interessant und es gibt sehr viele Gründe, warum gerade dieses südamerikanische Land bei den Rentnern so sehr beliebt ist. In diesem Video haben wir euch 10 Gründe genannt, warum das so ist. Aber es gibt natürlich auch Aspekte der Sicherheit von Personen im Rentenalter. Hier bei Casa Colombia werden wir immer wieder gefragt, wie sicher sich ältere Menschen in Kolumbien fühlen können. Um nicht in die übliche Falle der Klischees zu fallen, haben wir uns entschlossen, den Kommandeur der 8. Brigade in der Stadt Armenia zu befragen. Oberst Pedro Iván González hat uns freundlicherweise zu einem Interview eingeladen, in dem er uns die Fragen nach der Sicherheit von ausgewanderten Rentnern erklärt hat. Heute befinden wir uns in der Octava Brigada, das ist die kolumbianische Armee in Armenia, Quindío. Dort haben wir einen Termin mit dem Kommandeur der Octava Brigada. Ich befinde mich hier mit Pedro Iván González. Er ist der Kommandeur der 8. Brigade in Armenia, Quindío. Und ich werde ihn jetzt fragen, können Sie mir bitte sagen, was die Aufgabe ist der kolumbianischen Armee in Armenia, in Quindío? Bueno, la misión que tiene el Ejército Nacional acá en el Eje Cafetero. Die Nationalarmee hat den Auftrag, im Café-Dreieck die Sicherheit der Bevölkerung sowie die strategischen Güter und die Bevölkerung zu schützen. Die 8. Brigade besteht aus 7 Einheiten und sorgt für die Sicherheit in den 3 Bundesländern der Café-Region, in Caldas, Risaralda und vor allem hier in El Quindío. Unsere Soldaten sind 3.500 Männer. Sie garantieren die Ruhe und die Sicherheit der Bevölkerung, die hier lebt, sowie aller Touristen, die in den zweitgrößten Tourismusort Kolumbiens kommen. Es sind unsere Soldaten, die auf den Straßen dafür sorgen, dass die Touristen dieses wunderschöne Bundesland besuchen können. Herr Oberst, können Sie uns sagen, was genau Sie hier für eine Mission haben? Meine Aufgabe als Kommandeur der 8. Brigade ist es, alle Operationen zur Verteidigung und Sicherheit dieser 3 Bundesländer zu leiten und durchzuführen. Unter meinem Kommando gibt es 3.500 Männer, die verschiedene Operationen durchführen, nicht nur in der Sicherheit, sondern auch in der Unterstützung der Zivilbevölkerung, die sich in dieser Umgebung befindet. Wir helfen im sozialen Bereich, wir helfen im Einsatz als Ingenieure, wir helfen im Bereich der Kinder und Jugendlichen und vor allem garantieren wir die Sicherheit in den touristischen Städten, die sich hier im Café-Dreieck befinden. Unsere Soldaten sind auch strategisch in diesem Landesteil von Kolumbien tätig. Können Sie mir sagen, wie Sie dazu eingestellt sind, was die Sicherheit betrifft hier für Menschen, die Rentner sind, die aus Deutschland kommen, die gerne hier leben wollen? Was würden Sie diesen Menschen empfehlen und würden Sie sagen, dass sich diese Leute hier sicher fühlen in Quindío? Hier im Quindío leben wir in Frieden und Ruhe. Vor 15 Jahren gab es einen internen Konflikt, der die Gegend unsicher gemacht hat. Aber jetzt ist absolut Ruhe und Frieden garantiert. Ich lade alle Pensionäre aus Deutschland ein, uns in diesem wunderschönen Departement zu besuchen, wo unsere Soldaten in den ländlichen Gebieten und in den Gebirgen für Sicherheit sorgen und die Sicherheit an allen touristischen Orten garantieren. Das Departement Quindío ist die beste Gegend in Kolumbien, um zu leben und die perfekte Umwelt zu genießen. Welche Aufgaben haben die Soldaten, die Ihnen untergeordnet sind, hier in dieser Region aus dem Quindío? Bueno, acá en el departamento del Quindío, fuera de la seguridad, nuestros soldados apoyan con el mantenimiento de vías terciarias. Tenemos unos soldados con unas capacidades de ingenieros militares, con maquinaria amarilla, que ayudan
a que las vías terciarias del departamento. Hier im Departement Quindío helfen unsere Soldaten neben der Sicherheit auch bei der Instandhaltung von Übergangsstraßen und Bergstraßen. Wir haben Soldaten mit einer technischen Ausbildung und Kenntnissen im Umgang mit schweren Maschinen, um die Straßen zu bearbeiten. Außerdem haben wir eine Gruppe von 30 Soldaten, die sich im Fall einer Naturkatastrophe um die Bedürfnisse der Menschen kümmern. Wir arbeiten auch am sozialen Aspekt. Wir helfen den Gemeinden und erreichen damit eine Integration mit der Bevölkerung. Wir haben einen Zirkus, der die Kinder und die Gemeinden im Allgemeinen unterhält. Mit diesen Aktionen können wir den Bürgern unsere militärische Arbeit demonstrieren und zeigen. Wir garantieren die Sicherheit in diesem Departement, dem besten und friedlichsten Teil des Landes, das ein echtes Kronjuwel ist. Colombia es el mejor departamento seguro que hay en Colombia en este momento. Oberst Pedro Iván González, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns dieses Interview gegeben haben.